Hallo Leute, schön, dass ihr wieder bei mir auf dem Kanal mit dabei seid. Worum geht's heute? Heute haben wir noch mal ein kleines Video zur Nikon Z7 und zwar zu dem Zubehör, was ich seit einem Jahr jetzt ungefähr auch schon an der Z7 verwende. Da ist zum einen zu nennen diese kleine Griffverlängerung der Firma Meike und zum anderen sind das die Produkte von Peak Design, die ich jetzt schon, ich sag mal, 4, 5, 6 Jahre benutze an den unterschiedlichen Kameras. Und da hat sich mittlerweile auch einiges bei mir angesammelt. Okay, legen wir los. Wir fangen gleich mit der kleinen Griffverlängerung von Meike an. An sich ist die Kamera ja wirklich super in die Hand zu nehmen, liegt hervorragend in der Hand, super Bedienung und Handling. Was mir ein bisschen gefehlt hat, war die Halterung für den kleinen Finger. Und ja, klar, man sucht natürlich eine kompakte Kamera. Wenn man sie dann in der Hand hat, sagt man sich, naja, es könnte doch ein bisschen größerer Griff sein. Ich bin dann auf die Griffverlängerung der Firma Meike gestoßen. Wie ihr seht, habe ich hier schon die Akkuabdeckung abmontiert. Die lässt sich dann alternativ hier in die Meike Griffverlängerung einbauen. Das ist überhaupt kein Problem. Es wird einfach nur einmal umgeklipst und dann lässt sich das Ganze mit Hilfe des Stativgewindes und Schraube ganz easy einfach anschrauben und befestigen. Und wie man direkt sehen kann, hat man dann also eine geringfügig größere Kamera, aber hauptsächlich in dem Bereich des Griffes. Das heißt also, der kleine Finger findet jetzt hier wirklich super Halt und gerade in Verbindung mit großen und schweren Objektiven, hier ist das 14-24 drauf, liegt das gesamte Gespann dann viel, viel besser in meiner rechten Hand. Also für mich ist das ein deutlicher Gewinn. Das Ganze bringt ungefähr, ich sag mal, glaube knapp 80-90 Gramm auf die Waage. Kostenmäßig liegt man dabei um die, ich muss jetzt noch mal kurz nachdenken, ich denke 45 Euro wird da ungefähr für aufgerufen und so gesehen ist das also auch ein Betrag, der sich verschmerzen lässt. Zusätzlich haben wir bei der Griffverlängerung hier unten eine AK Swiss kompatible Aufnahme. Damit können wir also ohne Probleme die Kamera jederzeit schnell und sicher auf dem Stativ befestigen und das ist natürlich noch ein weiterer Vorteil. Ich für meinen Teil nutze die unteren Gewinde noch zusätzlich, um mein Peak Design Clip zu montieren. Aber dazu gleich mehr. Ja, kommen wir also zum Peak Design Clip. Den können wir ja auch mittels zweier möglicher Befestigungspunkte unten anbringen. Ich habe hier, weil das doch alles ein bisschen knapp ist später mit der Aufnahme, ich wähle hier den äußeren Befestigungspunkt. Ebenfalls mit beiliegendem Imbusschlüssel lässt sich das relativ einfach montieren. So. Einmal ordentlich festziehen, denn da hängt später natürlich die gesamte Kamera dran und insofern wäre das schon super, wenn das gesamte Teil wirklich sicher und fest verschraubt ist. Okay, wie man sieht, mit der montierten Platte ist das gar kein Problem. Auch die hat ein AK Swiss kompatibles Profil, so dass wir hier ebenfalls schnell auf das Stativ wechseln können und bei Bedarf da nicht großartig lange rumfummeln müssen. Gut, wenn wir den Clip montiert haben, haben wir halt die Möglichkeit, dort und an einem weiteren Punkt oben für die normale Gurthalterung unseren Gurt von Peak Design zu montieren. Das ist im Prinzip auch keine schwierige Sache. Wir nehmen diese Aufnahmepunkte, klipsen das einfach ein und zweites Teil hier unten. So,
Ganze lässt sich also super bequem tragen, liegt auch relativ stabil und fest an der Hüfte, auch wenn man sich ein bisschen stärker bewegt. Und ich kann nur sagen, seitdem ich diesen Gurt hier habe, möchte ich eigentlich nichts anderes mehr benutzen. Das kann man als Sling-Variante nehmen. Der hängt wirklich gut und sicher an der Hüftposition, lässt sich jederzeit locker greifen, stört überhaupt nicht. Und ich kann das nur empfehlen, wer auf der Suche nach einem alternativen Gurt ist, sich einmal diese Sling-Variante von Peak Design anzusehen. Gut, dann haben wir das auch vorgestellt. Ich demontiere hier wieder ganz schnell die Aufnahmepunkte, damit man mal sieht, dass das wirklich auch eine Sache von ein paar Sekunden ist. Da muss man also nicht lange rumfummeln. Dann kommen wir mal zur eigentlichen Kamerahalterung. Wenn wir die Kamera also unterwegs dabei haben und keinen Gurt verwenden wollen, haben wir als Alternative zum Beispiel die Variante, die ich schon mal vorgestellt habe. Das ist von ThinkTank der Tragegurt. Da gibt es einen extra Adapter, damit hier ein bisschen, der ist hier ein bisschen gepolstert, damit wir, wenn wir größere Objektive an der Kamera haben, hier ein bisschen den Druck von der Hüfte wegnehmen. Hier oben haben wir die Aufnahme für den Clip. Und wie man sieht, ist das hier schon recht eng, aber es passt. Wir können das hier ohne Probleme einrasten und haben halt die Kamera hier wirklich sicher, fest und relativ gut geschützt liegen. Wir können hinten entriegeln, jederzeit rausnehmen. Und für meine Ansprüche ist das wirklich eine der schnellsten Varianten, die Kamera griffbereit zu haben. Ich habe diesen Clip mittlerweile nicht nur hier am Gürtel, ich habe ihn teilweise an der Tasche. Ich habe ihn auch an meinem Wanderrucksack dran, zeige ich gleich noch mal kurz. Und bin damit also super zufrieden. Das ist ein absolut flexibles System. Und ich hole noch mal den Rucksack. Setzen, damit man das ungefähr ein bisschen besser erkennen kann, wie das mit der Montage funktioniert. Also, das ist ein handelsüblicher Wanderrucksack von der Firma Deuter, die ich seit Jahren verwende. Und ich habe die Aufnahme für den Clip hier oben am Brustgurt, am linken Brustgurt. Und auch da sieht man, ist da schnell eingeklippt, hält wunderbar, ist relativ stabil, man hat die Hände frei und kann jederzeit sich um andere Sachen kümmern, als die Kamera sicher festzuhalten. Als ergänzende Variante nutze ich hier an meinen Wanderrucksäcken die Lenscases der Firma Mindshift, um meine Objektive zu transportieren. In dem Fall habe ich hier mal eine als Beispiel angebracht. Das ist eigentlich auch eine wunderbar flexible Geschichte. Und seitdem ich das habe, brauche ich eigentlich keine dezidierte Fototasche mehr oder keinen Fotorucksack, weil diese Variante mich also total begeistert über die Jahre. Dieses Clip-System, wie man sieht, Gürtel, Rucksack, egal wo, lässt sich überall anbringen. Und mit Hilfe der Lenscases, die ich auch hier zum Beispiel am Gürtel dran habe, die lassen sich ohne Probleme auch relativ schnell über ein Klett-System flexibel an- und ab montieren. Und die sehen relativ unscheinbar aus, allerdings haben die eine enorm hohe Kapazität, sodass da auch ein 300 mm Objektiv ohne Probleme reingeht und sicher zu verstauen ist. Es gibt eine Wetterschutzhülle dafür, sodass man auch im Regen geschützt ist. Aber das habe ich alles schon in einem anderen Video dargelegt. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und als letztes habe ich noch die Variante der Handschlaufe, die ich von Peak Design auch noch nutze. Dann, wenn man die Kamera den ganzen Tag in der Hand hat, ist es durchaus hilfreich, wenn man mal die Trageposition wechseln kann. Und auch hier kann man mit Hilfe dieser Clip-Adapter schnell wechseln.
und umsteigen. Und schon hat man halt hier die Handschlaufe montiert. Ich finde das eine super Geschichte, weil das entlastet die Finger dann doch mal, wenn man stundenlang die Kamera zum Beispiel in der Hand hat, weil man ständig auf Motivsuche ist. Klar, man kann sie auch anderweitig ablegen mit Hilfe des Clips, aber häufig ist es ja doch so, dass man sie viel in der Hand hat. Und da ist die Schlaufe hier, gerade von Peak Design, ist für mich eine super Unterstützung und Hilfe, dass man da auch mal ein bisschen entspannt die Hand öffnen kann, ohne dass man das Gefühl hat, man verliert gleich die Kamera. Insgesamt bin ich mit der Clip Design oder Peak Design Produktpalette super zufrieden. Ich nutze das, wie gesagt, seit, ich denke mal, mittlerweile angefangen vom ersten Slinggurt bis heute zum Thinktank Belt. Ich schätze mal so circa 10 Jahre. Ja, damit finde ich, ist man super flexibel aufgestellt. Man ist für jede mögliche Tour gut ausgerüstet. Und ich sag mal, durch die Arca-Swiss-Kompatibilität muss man auch unterwegs, wenn man mit einem Stativ fotografieren will, nicht viel rumfummeln. Nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Alle die Dinge hier habe ich selbst gekauft und sind in meinem eigenen Besitz. Und das hat also kein Sponsor bezahlt oder meine Meinung irgendwie damit beeinflusst. Ja, dann war es das im Prinzip für heute. Ich freue mich, dass ihr bei mir reingeschaut habt. Vielleicht guckt ihr mal bei mir auf dem Blog oder im Kanal die nächsten Tage nochmal wieder vorbei. Es gibt immer wieder neue Beiträge bei mir und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dahin, ciao, Stefan.